So, es ist wieder soweit. Der nächste C-Day steht an. Quieke, C-Day, Incoming, Mamudl, das erste Mal in Wickelbar. Und jetzt ist es 11.04 Uhr und ihr seht, da ist schon das erste Shiny drauf. Wie immer habe ich den Anfang verkackt, die Ansage verpasst. Normal 11 Uhr, Strich, Treffen. Dann kommt eine Glocke und alle freuen sich. Was denn? Halt es mal rein. Da ist schon das nächste am Start. Wunderbar. Also 5 Minuten nach 11 schon gleich zwei Shinies dabei. So kann es losgehen, so kann es weitergehen. Wir fangen ein bisschen, melden uns dann nochmal zwischendurch, weil gerade alles ein bisschen chaotisch ist. So, kleiner Zwischenstand. Jetzt haben wir noch kurz einen Raid mit eingebracht, ein Palkia-Raid an der X-Raid Arena an der Brücke. 1000 Leute wieder mal, die Lobbys wurden gesprengt, alles weggefangen, wunderbar. Auf dem großen bis jetzt 1, auf dem kleinen 2 und auf dem ganz kleinen 1. Kann also noch was werden, kann auch weitergehen. 2 Stunden sind noch übrig, also weiter geht's. Shiny! Und da ist das zweite auf dem großen Account und die Sonne blendet. Also es ist wirklich schön warm, sehr unangenehm, wenn man eine lange Hose anhat. Und hier sind sogar 2 gleichzeitig, wie man sieht. Ich schwenk mal hier rüber. Da auf dem kleinen und auf dem großen, wunderbar. Gerade hat Pupsi noch gesagt, hey, es kommen gar keine Shinies mehr, was ist denn da los? Und jetzt gleich 2 auf einmal. Aber die müssen wir mal schnell wegfangen und dann weiter und kurz zu Hause vorbei mal eine andere Hose anziehen. Weil selbst wenn ich im Winter mit kurzer Hose rumlaufe, warum dann im Halbsommer mit langer? Das ergibt gar keinen Sinn. Und der kleine Account hat gerade einen Quiekel aus dem Ei bekommen. Da ist ein Quiekel geschlüpft aus dem Zweierei mit sage und schreibe 7 Bonbons. Also ich will ja nichts sagen, aber wenn ich eins normal hier fange, kriege ich schon 6 Bonbons und mit gelber Beere gleich 12. Aber wir brüten ja lieber die Quiekel aus den Eiern mit 7 Bonbons. Woo! Und Sternstaub gab es im Prinzip auch keinen. Das lohnt sich ja mal richtig. Und das nächste Shiny ist auch schon wieder da mit 611. Ich glaube, das ist das höchste auch, was jetzt da ist. Und kurz zu Hause gewesen. Auch zusätzlich den Account gewechselt, damit wir auf dem ganz kleinen, auf dem Kids, noch ein bisschen Staub farmen können. Und die Hälfte der Zeit ist um, noch 1,5 Stunden. Wir werden mal sehen, was heute sonst noch so geht. Heute relativ ruhig, man sieht auch gar nicht so viele Leute. Auch generell, der Markt ist irgendwie leer. Aber kein Problem, kann man gemütlich laufen und chillen. Auch wenn es voll stressig ist, wieder mal mit 10 Handys zu fangen. Aber was macht man nicht alles, wenn man Suchti ist? Und das vierte Shiny auf dem großen Account ist auch endlich da und der Kleine hat mittlerweile auch schon eins gefangen, also es läuft doch richtig gut. Mit den Bonbons geht es auch richtig gut voran. Ihr lauft los mit 70 Bonbons, nach einer Stunde habt ihr schon 600, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das knallt richtig rein. 12 Bonbons für jedes Quiekel und die sitzen wirklich überall, also richtig gute Rate, Spawnrate, sage ich mal. Ja, die wollen natürlich, dass wir kräftig entwickeln und das werden wir auch tun, irgendwann, aber erstmal geht's weiter. So, da ist sogar schon das nächste, das fünfte ist da und ich, ohne Scheiß, ich stand jetzt eben da vorne an dem Fenster, hab das vierte bekommen, bin einfach weitergelaufen, vielleicht 5 Meter, 10 Meter, 1000 Meter steht's hier und das nächste ist da, also das fünfte noch auf dem großen. So kann's weitergehen, noch über eine Stunde Zeit, eine Stunde und 15 Minuten noch auf der Uhr und ja. Wir sehen erstmal weiter. Der hat sich auch bestimmt gedacht, was ist denn das für ein Klobby? Also ich glaube, die Gasse hier ist wirklich Gold wert. Jetzt sind wir weitergelaufen am nächsten Schaufenster und Pupsi kriegt einfach eins auf ihrem Account und wir laufen weiter. Und genau das nächste, was sie antippt, ist auch shiny und wir laufen weiter. Und das nächste, was ich hier antippe, ist auch shiny. Also 5 Stück innerhalb von 100 Metern oder so. Das ist richtig krass. Jetzt lege ich mal wieder hier hin. Jetzt ist mir nämlich gleich alles runtergebollert. Ja, und weiter geht's. Weil es ist ja immer noch 1 Stunde und 10 Minuten übrig. Also
ohne Scheiß, da drüben ist immer noch das Schaufenster, wo wir gerade noch gestanden haben. Jetzt laufe ich einmal, ich versuche über die Straße zu laufen. Ich bin noch nicht mal drüben, schon wieder das nächste und schon 6 Stück jetzt. Innerhalb von 100 Metern, wie gesagt, also die sind doch bekloppt. Aber wir müssen weiter, denn es ist ja immer noch eine Stunde Zeit, da kann noch viel passieren. Boom, und es geht Schlag auf Schlag weiter. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Gleich wieder 2 hintereinander beim Caritas die Gasse entlang und da tummeln sich jetzt alle rum. Alles richtig brutal und die Sonne brennt schon wieder. Und die Themaraner, die drehen richtig durch und huben da wie verrückt, also. Aber wir haben noch eine Dreiviertelstunde, das ziehen wir noch durch. Und dann melden wir uns am Ende natürlich wieder zurück. Scheiß Sonne mit einer kleinen Zusammenfassung. Shiny, ich werd bekloppt, sogar 3 Stück, das sind schon wieder 4, ich kann nicht mal mehr richtig zeigen, aber guckt euch das an, da hüpft noch eins rum mit 633, 307, 481 und ist immer noch 40 Minuten Zeit auf jeden Fall übrig und bestes Wetter zum Eisessen, aber erstmal Arbeit und dann das Vergnügen. Wisst ihr Bescheid, läuft super. Und das nächste am Start, Shiny Nummer. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich habe den Überblick verloren. Es sind einfach so viele, 7, 8, 6. 6, 7, 8, alles wunderbar, genau in der Reihenfolge. Ich blende das ja alles ein, aber geht schon gut ab, muss man sagen. Jetzt sitzt zwar gerade nichts hier, aber um die nächste Ecke lauern natürlich schon wieder 10.000 und die Sonne blendet einfach so. Deswegen muss ich jetzt mal hier. Und Hunger habe ich auch natürlich. Aber egal, heute gibt's Schweinsbraten, steht auf der Karte. So, ihr hört selber, es ist um 2, die Glocken bimmeln. Und ich möchte euch mal meine Hand zeigen, wie die aussieht. Sieht aus wie Scarface, nur mit der Hand, weil ich die ganze Zeit das Brett einfach rumgetragen habe. So, wir wollen mal kurz auf die Ausbeute schauen. Der Ivar Kids Account hat 3 Stück bekommen. 3 Shinies, ist jetzt nicht so krass, aber reicht, weil 3 möchte man ja immer gern haben. Dann der Ivar Soft. Der nächstbessere hat auch 3 Stück bekommen, 3 Shiny Quiegel. Der Ivar Mild hat 5 Shiny Quiegel bekommen. Dann haben wir das Mäusekind. Ein Mäusekind hat 9 Stück. Ja, das schlägt natürlich meine schon um Längen. Und dann haben wir Super Sani, der große Account, mit 11 Stück, meine Fresse, 11 Stück, also ich dachte schon, ich habe viel, aber 11, da kann ich ja selber nicht mithalten. Jetzt gucken wir uns gleich meins an und entwickeln noch einen Shiny Mammuthell. Ja, ich habe eben eigentlich schon die Auswertung gemacht, habe noch gesagt, Pupsi hat er mächtig abgerollt, hat er gewonnen mit 11 Shinies. Jetzt habe ich bei mir mal geschaut, beziehungsweise geben wir das nochmal ein. Schillernd. Nee, Ramses, kannst gar nicht schreiben. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Auch 11 Shinies auf dem Großen, genau wie bei Pupsi. Das Lustige ist, wir wollen ja das Höchste entwickeln. Das Höchste ist das hier mit 633 WP. Das Level 34 hat so um die 76% IV. Und das ist genau dasselbe, was sie auch als Höchstes hat. Das war nämlich beim Dino um die Arena herum. War das bei mir Shiny, bei ihr auch. Deswegen wird sie das sicherlich auch entwickeln, aber wir machen das jetzt einfach mal hier. Möchtest du Quiegel entwickeln, damit wir wieder alle Formen im Pokédex eingetragen haben und das zweithöchste werden wir dann zu Keifel machen und immer so weiter. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt das Prozedere ja. Keifel! Wow, und das sieht aus wie ein goldener Heuhaufen. Also irgendwie richtig cool. Da sieht man wenigstens den Unterschied. Und jetzt einen Sinnostein, neuer Pokédex-Eintrag, Mammuthell entwickelt, IV sind egal, weil es ist ein Shiny. Das holen wir uns jetzt mit der Community-Day-Attacke, Antik-Kraft.
Die anderen, die guten, mit guten IV, werde ich mir aufheben, werde die nach dem Event entwickeln, weil ich da lieber Eisattacken möchte. So, und jetzt wissen wir, das Shiny ist natürlich vom C-Day und das Shiny hat die C-Day-Attacke, also alles richtig gemacht. 2937, Angriffsboost, Verteidigungsboost, bam. Und jetzt wissen wir auch den Unterschied, was also los ist, warum es also jetzt oben Arenen und Raids gibt mit Wetterbonus, weil Wetterbonus zählt nur bei den Raids, zählt aber nicht bei PvP. Aber beim Trainerkampf sind jetzt auch diese Zustandsveränderungen da, beziehungsweise, dass sich die Werte ändern können. Und jetzt habt ihr auch die Lösung, warum da also jetzt zwei Tabellen sind, obwohl am Anfang man dachte, das ist Schwachsinn, es steht ja überall dasselbe drin. Aber oben sieht man also immer, wenn Wetterboost ist, unten sieht man, wenn irgendwas noch zusätzlich ist. Ist aber trotzdem nicht vom same type Attacker Bonus, obwohl 3x70, 21, 210, also das haut vielleicht doch rein. Das Shiny lassen wir also erstmal mit der Attacke, bei dem anderen haben wir kurz noch Zeit zu überlegen, ob wir da Eissets ranschrauben oder nicht. Was habt ihr gewählt? Habt ihr euch Antik Kraft geholt und wollt ihr da ein gutes mit IV? Oder habt ihr das nur bei dem Shiny? Nehmt ihr das Eisset mit? Schreibt es mal in die Kommentare, wie war euer Seed Day? Rams ist jetzt auf der Suche nach was zu essen. Der kann nämlich jetzt gar nicht mehr nach 3 Stunden durch die Botanik rennen. Hat sich gelohnt, hat Spaß gemacht, war ruhig, gemütlich. Wetter hat gepasst, Ausbeute hat gepasst. Und die Spawnrate war richtig heftig. Hallo! Ja, bin gleich fertig. Boom, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh mein Gott, jetzt habe ich da wirklich draufgehauen.